So, nachdem ich gestern einen Zeltplatz mit Pool hatte, bin ich heute hier auf dem Dorfplatz niedergelassen. Mit Esel, Schäfchen, Rind. Wo ist mein Hund? Ach, der liegt da hinten. Der Hund liegt da hinten irgendwo rum. Und pass auf. Ja, auf 3450. Heute Morgen war ich bei 1,8. Ein Schäfchen kontrolliert jetzt mal das Fahrrad. Das Fahrradfahren? Da siehst du Futter dran und wie du nagst an der Tasche rum. Dann schere ich dir das Fell ab. So. Und mir war heute nicht zu schaden. Tun die Knochen weh. Noch 550 bis oben. Horrido. So, heute gibt es mal wieder Nudeln mit Tomatensoße à la Andina. Ich hole mir den ganzen Topf rein. Und es wird kalt hier auf 3,4. Das wird eine frische Nacht. Oder erstmal essen. Mit diesen kalten Füßen. Und dann rein in den Schlafsack. Und ja, nicht die Nase ausstecken. So, Bierchen ist auch noch da. Alles in Ordnung. Auch das werden wir überstehen. Moin. Da ganz unten im Tal, hinter der Stadt, war ich gestern Morgen. Vor 1800. Jetzt bin ich bei 3,9. 100 Meter mal noch hoch. Und ziemlich frisch hier oben. Und danach gibt es eine Abfahrt. 50 Kilometer bestimmt. Das wird spaßig. Da werde ich wahrscheinlich wieder erfrieren. Da muss ich mal Pausen machen, damit ich nicht zum Eisklotz werde. So. Dann mal weiter. So, jetzt bin ich schon wieder beim Runterfahren. Wirklich wunderschön hier. Dann komme ich über den Pass und sehe das da. Da fällst du doch vom Fahrrad. Unglaublich. Einfach nur der Hammer. Eben habe ich gerade noch ein paar Franzosen getroffen. Die wollen bis Ecuador auf dem Fahrrad. Die sind jetzt auch gleich oben auf dem Pass und können dann runterkullern. So, und ich muss weiter. Ich habe Hunger. Peru ist schon eine Nummer unglaublich. Manchmal kriegst du für 20 Soles, 5 Euro, eine Bruchbude. Und heute kriegst du sowas. Schick, sauber. Ich meine es mit Gemeinschaftstoilette, aber mehr braucht der Mensch nicht. Das war ein Kampf hier hoch. So, jetzt muss ich schnell eine Dusche nehmen. Und dann ab. Futtern. Und ein bisschen einkaufen noch für morgen. Aber erstmal mache ich ein Bier auf. Jo, nachdem ich heute Morgen schön auf der Straße 1100 Meter in der Höhe gemacht habe, bin ich jetzt schon auf dem Weg nach Machu Picchu. Oder sagen wir die Richtung. Richtung Ulia, Laitambo, was weiß ich. Hier unten läuft die Bahnlinie. Das ist eine von den Z-Kehren hier. Die macht, um Höhe zu gewinnen. Fährt nach links vor, dann rückwärts hoch, bis da hinten und dann geht es wieder oben weiter. Normalerweise müssen jetzt Züge auch zurückkommen von Machu Picchu, aber noch nichts zu hören. So, ich muss mal kurz über den Buckel hier rüber. Ich hoffe, dass die Straße wieder besser wird. Die sind hier gerade am Ausbauen. Bis da unten war es eigentlich geteert. Jetzt muss ich ein bisschen Gas machen, dass ich nach diesem Ollantaytambo oder wie das heißt komme. Auf geht's. So, jetzt bin ich in Ollantaytambo. Gestern Abend gerade noch so bis 5:30 hierher geschafft. Da drüben ist die Festung. Die spare ich mal, aber das mache ich auf dem Rückweg. Da ich sonst fast 20 Euro Eintritt zahlen müsste. Und mit einem Touristenticket
für, was weiß ich, 35, 37 Euro kann man einen ganzen Heiligen Tal und in Cusco sich Sachen angucken. Gibt es irgendwie 10, 12 Sachen, wo man hin kann. Da oben sind die Speicher von den Inkas. Da haben sie ihre Vorräte gebunkert gehabt. Wieso sie die oben am Berg haben, weiß ich auch nicht. Ich will heute ein bisschen rumdackeln, ein bisschen ausruhen, weil morgen wird heftig. Es werden 1500 Höhenmeter Aufschlag. Das wird ein hartes Brett. Ich will heute ein bisschen entspannen hier. Aber das ist hier schon richtig Touristenabzocke, wenn man hier durch das Kaff geht. Ich war gestern hier noch ein bisschen an der Plaza und wenn ich erstmal rum ist, mal gucken, wo ich billig Bier herkriege, habe ich dann auch was gefunden. Aber die Preise sind hier mal so fürs Essen doppelt so hoch. Die Katzen hauen sich auch schon am frühen Morgen hier. Das ist mal auf die Fresse. Wenn du spurst. Ja, so. Ich würde jetzt mal ein Käffchen trinken und mich hier in die Sonne setzen. Das sind die einzig warmen Plätze hier. Die Dachterrassen. Naja, sehen wir mal, was kommt. So, nach einem Tag Pause ist heute wieder Klettern. Von 2,8 auf 4,330. Bei 3,7 bin ich schon. Und da unten irgendwo komme ich. Und irgendwo da oben muss ich hin. Aber der eine Tag Pause, das merkt man. Wahrscheinlich schlecht. Naja, dann werde ich mal weiter klettern. Sich irgendwann nach Mittag da oben ankommen. Oh Mann, die Luft ist schon wieder ganz schön dünn hier. Und jetzt auf 4,180. Da oben in den Wolken ist der Pass. Auf 4,330. So viel ist es nicht mehr. Aber es dauert halt. Ich muss ja alle ein paar Minuten Pause machen. Mal 50 oder 100 Höhenmeter fahren und dann eine Pause. Sonst fällt es vom Fahrrad. Naja. Und windig ist es auch. Und auch Gegenwind hier teilweise. So, 30 Stunden schätze ich mal, bin ich oben. Und dann Abfahrt. Da ist er, der Agua Málaga, 4316 Meter hoch. Das ist der letzte große Pass vor Machu Picchu. Im Grunde alles geschafft. Muss mich bloß noch in Hydroelektrika durchschmuggeln. Schweinekalt hier oben in den Wolken. Muss mir erstmal was Warmes anziehen. So, wenn ich auf 4300 Meter bin, kann ich jetzt mal eine rauchen. Das habe ich mir verdient. Und dann kommt das härteste von allen. Eine Abfahrt von 3150 Meter bis auf unter 1200 Meter. Auf dem Rückweg muss ich auch wieder über den Pass, aber ich glaube, dann nehme ich einen Bus, weil von der anderen Seite es dauert zwei Tage hier hoch zu klettern. Das muss nicht sein. Einmal reicht. Das ist schön genug. Jo, ich habe schon mal geguckt, ob da vorne eine Glühweinbude ist, aber kein Ausschank hier. Also ist eine Marktlücke. Kann man eine Glühweinbude aufmachen, so kalt wie das hier ist. Ja, jetzt einen schmücken und dann abwärts. Auf geht's. Das ist eine Abfahrt. Ich muss mir erstmal die Füße am Feuer wärmen und eine Suppe essen. Hier kommst du nicht raus aus dem Nebel. Ich bin bei 3600 Meter. Und hänge immer noch in den Wolken. Auf der anderen Seite war es erheblich wärmer. Aber das wird heute noch. So, ich habe schön geschlafen. Jetzt bin ich schon wieder weiter am Runterfahren. 10 Kilometer sind es noch, dann bin ich unten. Hier wachsen schon wieder Bananen. So, möchte mal runterdackeln und dann nach Hydroelektrika und mal gucken,
wie ich da durchkomme, ob die mich durchlassen. Auf geht's. So, kurz vor Hydroelektrika. Sind über 30 Kilometer auf dieser Scheißpiste. Jetzt werden wir irgendwo mein Zelt da oben aufbauen und dann gucken, dass ich heute Nacht durchkomme. Auf geht's. So, ich habe es bis zum Bahnhof Hydroelektrika geschafft. Kommen die gerade angelaufen? Ich habe schon welche gefragt, 1,5 Stunden sagen die. Dauert das. Ich muss aber warten, bis der letzte Zug weg ist. Ich muss ein bisschen abwarten, bis die Leute sich verpissen. Und dann werde ich da durchmarschieren. Bier habe ich mir schon geholt erstmal. Könnte ja sein, ich verdurste. So, das wird ein Spaß. Was seht ihr? Schwarz. Alles schwarz. Ich sehe rosa-rot. Ich bin durch. An den Guards vorbei. Der nächste Junge an der Z-Kehre hat mir auch noch ganz gepflegt den Weg gezeigt. Da musst du hoch. Was will man mehr? Ich weiß nicht, wie spät es ist. Es ist mir auch scheißegal. Jetzt gehe ich noch rüber über erstmal hier durch, dann kommt da eine Brücke und dann müsste da so ein Campground kommen. Da knallen wir hin. Puh! Eine meiner größten Sorgen war das. Und jetzt geht's weiter. War ein bisschen anstrengend. Okay, auch schon wieder 3 Liter Bier im Schädel. Aber Rock'n'Roll. Auf nach Machu Picchu. Auch wenn's schwarz ist. Moin, das ist der Railtrack. Einen halben Kilometer weiter habe ich übernachtet. Wir haben ein bisschen Faxen gemacht da. Wir sind ein bisschen stänkern heute Nacht. Und jetzt geht's weiter. Es ist noch 1 Kilometer bis zum Depot. Dann hoffe ich mal, dass der Weg besser wird. Auf geht's. Und irgendwann auf dem Weg soll schon Machu Picchu zu sehen sein. Da gucke ich mal, wo das ist. Da ist die erste Huschebahn. Wenn ich sehe, wie der Waggon wackelt, wird mir schlecht. So sieht das Gleisbett nämlich auch aus. Und die Frechheit ist, das sind 8, 9 Kilometer von Hydroelektrika nach Machu Picchu Pueblo. Eine Richtung $31, so wie man mir gestern gesagt hat. Die sind doch nicht ganz dicht im Kopf. Denen fehlt doch was. Brauchen Sie doch nicht wundern, dass die Leute zu Fuß gehen. Naja, ich werde mal weiter trampeln. Weit ist es nicht mehr.